Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher mmogia.de. Herzlich willkommen zum Paladin Guide. Jetzt werden wir uns hier mal ein paar allgemeingültige Änderungen anschauen, die Kasu für uns vorbereitet hat. In den einzelnen Unterguides werden das dann drei unterschiedliche Leute übernehmen. Kasu zum Beispiel wird den Holy Teil übernehmen. Falls ihr diese Videos sehen möchtet, auf venian.eu gibt es den Paladin Guide als Übersicht. Da müsst ihr einfach nur rechts auf Klassenguides gehen in dem Menü, rechts in dem Auswahlmenü. Und da könnt ihr euch dann die entsprechende Klasse auswählen, natürlich auch andere Klassen. Ansonsten ist natürlich aber auch in der Videobeschreibung einen Link direkt dahin. Genauso gibt es in der Videobeschreibung einen Direktlink zum ihrer EAOD-Forum, falls ihr Fragen an die Leute habt. Ich danke euch fürs Zuschauen, euer Venian. Ja, hallo, mein Name ist Kasu, ich bin Heilig-Paladin der Gilde ihrer EAOD und ich möchte euch in diesem Guide einige neue Abilities des Paladins vorstellen, sowie die neue Ressourcenmechanik der Heiligen Kraft. Zuerst fangen wir an mit einer überarbeiteten Version unseres Segens der Könige. Hier sieht man, dass er jetzt statt 10% nur noch 5% auf Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer und Intelligenz macht. Es fehlt also Willenskraft und eben 5%. Und er gibt uns 65 Punkte auf unsere Magiewiderstände. Außerdem hält der Segen jetzt eine Stunde lang an, geht auf die gesamte Gruppe oder den Schlachtzug. Und man muss ihn jetzt nicht mehr auf einzelne Klassen buffen, sondern es geht eben auf die gesamte Gruppe oder den gesamten Schlachtzug. Dann geht es zum Segen der Macht. Dieser wurde ebenfalls überarbeitet und beinhaltet jetzt unseren Segen der Weisheit. Er gibt uns jetzt also 10% Angriffskraft und alle 5 Sekunden 92 Mana. Auch dieser Segen hält jetzt eine Stunde lang an und geht auf die gesamte Gruppe bzw. den gesamten Schlachtzug. Wir müssen ihn also auch nicht mehr auf einzelne Klassen buffen. Wir können nur einen Segen pro Paladin eben in der Gruppe bzw. dem Schlachtzug oben haben. Ja, wir machen weiter mit der Level 1 Ability, das ist der Kreuzfahrerstoß. Und dieser ist auch direkt schon mal dafür verantwortlich, dass wir heilige Kraft herstellen. Wir können ihn alle 4 Sekunden benutzen, also er hat 4 Sekunden Abklingzeit, ist ein Nahkampfangriff und war ja vorher eigentlich eine Vergelter-Ability. Ja, man sieht das jetzt hier an der Puppe. Ich schlage damit ein bisschen zu. Und damit baut sich dann eben die Heilige Kraft auf. Heilige Kraft kann man in verschiedenen Abilities benutzen, für jede unterschiedliche Skillung. Und außerdem wird sie beim Heilig-Paladin beispielsweise durch den Heiligen Schock aufgebaut. Dort kriegt man ebenfalls pro Anwendung des Heiligen Schocks einen Punkt in Heiliger Kraft. Und außerdem beim Schutz-Paladin vom Hammer der Rechtschaffenheit. Dort ist es eben auch so, dass man einen Punkt Heilige Kraft pro Benutzung bekommt. Ja, es gibt verschiedene Skills, wie gesagt, in den unterschiedlichen Skillungen, die damit verstärkt werden und die eben mit drei Aufladungen an Heiliger Kraft am stärksten sind. So, jetzt machen wir gleich weiter mit einer Änderung bezüglich unserer Auren, beziehungsweise einiger unserer Auren. Und zwar handelt es sich dabei um die Frost-, Feuer- und Schattenwiderstandsauren, die wir damals noch hatten. Die sind jetzt zusammengefasst in eine Aura, und zwar ist es jetzt die Aura des Widerstands. Und dort bekommen wir, wenn wir diese aktivieren, 130 Widerstandspunkte in den genannten Arten. Und ja, ist in meinen Augen sehr nützlich, da man jetzt nicht zwischen den verschiedenen Auren hin und her switchen muss. So. Hier sehen wir jetzt einen der neuen Heilzauber, die wir jetzt als Paladin dazu bekommen haben. Das ist das göttliche Licht. Hat 40 Meter Reichweite, so wie die anderen Heilzauber auch. Man kann damit sehr viel Schaden gegenheilen. Ist dafür aber der teuerste Spell. Hat eine genauso lange Zauberzeit wie das heilige Licht. Das heilige Licht dahingegen natürlich ist ja allerdings der günstigste Heilzauber jetzt geworden, heilt nicht mehr ganz so viel. Göttliches Licht, eben wie gesagt, der teuerste und heilt am meisten. Ja, man sieht das jetzt hier.
Mana-Verbrauch ist recht hoch, wenn man den eben jetzt die ganze Zeit durchspammen würde. Kann man also nicht machen. Man sollte jetzt schon ein bisschen abwägen, wann man den eben benutzt. Beziehungsweise dann schon ein paar andere Cooldowns dann auch im Petto haben. Aber er ist eben ein sehr starker Heilzauber jetzt, der dazugekommen ist. Ja, 2,5 Sekunden Castzeit hat er eben. So, jetzt kommen wir zum nächsten Heilzauber. Das ist das Wort der Herrlichkeit und dort wird schon die heilige Kraft benutzt. Man sieht es eben auch, 40 Meter Reichweite. Und pro Aufladung wird dort eben die Heilung verstärkt. Man sieht jetzt erstmal hier, wie ich die heilige Kraft aufbaue. Und bei drei Anwendungen benutze ich eben jetzt das Wort der Herrlichkeit. Und das ist wirklich ein, dafür, dass er eben nur heilige Kraft kostet, sehr guter Heilzauber. Heilige Kraft baut man immer auf mit allen Abilities, die man macht, irgendwie mal zwischendrin. Und wenn man dann mal nicht weiß, was man damit anfangen soll, kann man eben auch das Wort der Herrlichkeit mal benutzen, um sich selbst oder befreundete Ziele zu heilen. Das ist also schon recht gut. Ja, ist halt ein Spontanzauber auch. Man muss also nichts casten. Und man kann es auch beim Laufen beispielsweise dann auch benutzen. Also es ist schon wirklich ein netter Skill. Und eben auch für alle verschiedene Skillungen zu benutzen. Also nicht nur für den Heilig-Paladin. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem 81er-Talent. Das ist vom Vergeltungs-Skilltree, also im Vergeltungsbaum, ohne dass wir skillen müssen, die Inquisition. Damit bekommen wir 30% Heiligschaden dazu. Und pro Stapel an heiliger Kraft wird dieser Buff eben um 4 Sekunden verlängert. Ja, als nächstes haben wir dann als 83er-Talent im Heiligbaum die Heiligen Strahlen. Das ist ein Spontanzauber, der 1 Minute Abklingzeit hat. Hier ist es 30 Sekunden, weil ich im Heiligpaladin geskillt bin gerade. Man heilt damit pro Sekunde Ziele im Umkreis von 20 Metern. Wenn sich mehr als 6 Spieler um einen herum befinden, erhalten eben die weiteren Spieler weniger Heilung. Außerdem erhalten Spieler, die auch weiter als 8 Yards oder 8 Meter von einem entfernt sind, eben ebenfalls auch weniger Heilung. Der Skill hält 10 Sekunden lang an und ja, hat wie gesagt 1 Minute Cooldown. Ist einer unserer neuen AOE-Skills und für alle Skillungen auch zugänglich. Als letztes kommen wir zum 85er-Talent. Das ist der Wächter der uralten Könige. Dieser ist im Schutzbaum zu finden und er verändert, je nachdem, welche Skillung man gerade benutzt, seine Fähigkeiten. Man sieht das jetzt hier. Als Heilig-Paladin hilft er mir eben beim Heilen. Er heilt auf mein Ziel, was ich habe, 5 Heilungen mit, die den gleichen Betrag haben. Heilt dafür aber noch im Umkreis die Ziele um 10% des geheilten Wertes. Also in einem Umkreis von 10 Metern. Ja, kann man zwischenzeitlich mal rufen, hat keine Mana-Kosten, 5 Minuten Abklingzeit. Und wenn man weiß, dass viel Schaden kommt, kann man ihn sich gerne mal dazu holen. Als Schutzpaladin, wenn man ihn ruft, ist das sowas wie ein Schild, weil man bekommt eben weniger Schaden für die Zeit, die er da ist. Er hält dafür aber auch nicht 30 Sekunden, sondern eben weniger, 12 Sekunden. Als vergelter Paladin sieht man jetzt hier, man bekommt Stacks, wenn man angreift. Pro Stack bekommt man 1% Stärke. Und nachdem er eben wieder verschwindet, nach 30 Sekunden, beziehungsweise zum Abgang, entfacht er dann nochmal den uralten Furor, macht Schaden. Und pro Stack, den man aufgebaut hat, bekommt man dann auch nochmal Schaden obendrauf. Und der wird gesplittet. So viel dazu. Das war, wie gesagt, der allgemeine Teil des Paladin Guides. Falls euch die anderen Videos interessieren zu den einzelnen Specs, einfach in den Link unten in der Beschreibung schauen. Da ist nämlich ein Link zu venium.eu. Dort gibt es alle einzelnen Videos nochmal aufgelistet. Natürlich auch zu den anderen Klassen gibt es da Informationen rechts in der Sidebar. Da steht so Kataklysm drüber. Da gibt es so ein Menü Klassenguides. Da sind alle. Falls ihr eben Fragen habt, im IraeAOD-Forum könnt ihr das nachlesen. Und ja, ich danke ganz, ganz herzlich der Gilde IraeAOD für ihre Zusammenarbeit, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal, euer Venien.